Wir stehen vor einer neuen Stufe der Automatisierung, die diesmal durch die Roboter kommen wird. Was mit Robotern möglich ist, sieht man ja bei den Drohnen. Einen Piloten zu ersetzen, ist ja sehr viel schwieriger als beispielsweise einen Apfelpflücker zu ersetzen. Das gelingt also völlig. Der reine Flug, das reine Fliegen macht die Drohne ja vollautomatisch. Der Pilot trifft ja nur die Entscheidungen, wohin sie fliegt. Und dann den näheren Zielanflug und entscheidet über den Einsatz von Waffen. Aber hier sieht man, dass hochkomplexe Verfahren schon durch Roboter erledigt werden können. Und man kennt ja auch Videos mit laufenden Robotern, die teilweise auch über Hindernisse springen können. Das heißt, wir stehen vor einer Robotisierungswelle, die nach Meinung vieler Fachleute auf vielen Gebieten etwa 50% der Arbeitsplätze wegfallen lassen wird. Insbesondere natürlich Arbeitsplätze, die heute ungelernte Arbeiter durchführen können, beispielsweise Apfelpflücken. Das ist eine Sache, für die in absehbarer Zeit Roboter zur Verfügung stehen werden. Die sehen dann wahrscheinlich nicht so aus wie diese humanoiden Roboter, die also ähnlich, menschenähnlich aussehen. Diese Sache verhindert den Einsatz von Robotern zurzeit sehr, dass man glaubt, die müssten menschenähnlich sein. Das ist natürlich eine völlig unsinnige Auflage, die man sich da ausgedacht hat. Es ist auf vielen Gebieten sind einfachere Lösungen denkbar, beispielsweise mit Rädern oder auch ein Hund mit einem Roboter, quasi der wie ein Hund auf vier Beinen läuft, hat also natürlich sehr weniger Gleichgewichtsprobleme als ein Roboter, der auf zwei Beinen läuft, die ja dauernd also umkippen, da darf man schon nicht anstoßen. Wenn das erstmal sich etwas breiter durchsetzt, werden wir also in unglaubliches, in heute unvorstellbarer Zahl Roboter bekommen. Und interessanterweise fängt man ja mit den schwierigsten und utopischsten Dingen zuerst an. Also es sind ja LKWs in Entwicklung, die ohne Fahrer fahren. Das ist alles mit Lebensgefahr verbunden. Es gibt also tausende von Einsatzgebieten, bei denen Roboter eingesetzt werden können, ohne dass das für irgendjemand mit irgendeiner Gefahr verbunden ist. Das kostet ein Tausendstel natürlich, wenn man die ganzen Sicherheitsvorkehrungen weglassen kann. Hier kann man also sehen, was auf uns zukommt. Wir werden eine riesige Schar von Arbeitslosen bekommen, auf diesen Gebieten der nicht qualifizierten Tätigkeit. Und unsere Politiker sind absolut und völlig blind. Natürlich, so ein Obstbauer, der braucht jetzt die Hilfe und da sind ihm, also junge, kräftige Asylbewerber sind ihm recht. Aber wie sieht es in 5 Jahren aus? Da sitzt der Asylbewerber dann immer noch in Deutschland. Der könnte dann überhaupt nicht mehr weggeschickt werden, wenn er schon mal Äpfel gepflückt hat. Und dann wird er da sitzen mit seiner Familie und die alle kriegen Hartz IV und in der dritten Generation kriegen sie es wahrscheinlich auch noch. Das alles übersehen unsere Politiker in ihrem derzeitigen Gutmenschenrausch also völlig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Angeblich werden diese Arbeitskräfte gebraucht. Die werden kurzfristig gebraucht, besonders weil die Industrie zu faul ist, sich um Robotisierung zu kümmern. Das hatten wir schon mal. Japan hat damals auf Automation gesetzt. Deutschland auf türkische Gastarbeiter. Japan ist damals weit davon gezogen, hat also Deutschland weit überholt im Wachstumstempo. Das ist natürlich genau an der Stelle, muss es klingeln. Die Förderung solcher Entwicklung kommt zu kurz. Es fehlen natürlich auch Gelder, die ja anderweitig für gutmenschliche Zwecke benötigt werden. Und die Situation ist wenig erfreulich. Das ist ein Bild von
Johanne von Hemmert. Man sieht also innerhalb dieser Frau hier versteckt noch eine sehr ängstliche zweite Frau. Oder sagen wir mal, in der verborgen, in dem jungen Mädchen ist eine ängstliche Frau. Sie sehen, dass gerade dieser Bereich besonders gepanzert ist. Und hier ist ein Wolfsgesicht. Der Wolf zieht sich hier hoch und hat hier Knobelbecher. Das ist bei von Hemmer immer das Symbol für männliche Aggressivität und für drohende Vergewaltigung und Missbrauch. Die Farben erinnern etwas an den späten Baselitz. Das ist kein Zufall. Das Bild ist entstanden nach einem Besuch einer Baselitz-Ausstellung in der Villa Schöningen. Und Johanne war also ganz begeistert von den Farben. Und das hat hier etwas abgefärbt, obwohl die Farben nach meiner Meinung schöner sind.